Ich gebe euch mal ein Beispiel, okay? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich sitze jetzt hier vor euch. Ganz viele Leute kommen auch zu mir am Wochenende zu spielen. Und dann ist es halt auch für mich sehr, sehr undankbar, weil ich weiß, viele kommen extra wegen mir, aber ich kann nicht mit jedem ein Bild machen. Und vor allem mache ich kein Foto, wenn ich 90 Minuten auf der Bank sitze und wir noch verlieren. Ich kann mich doch dann nicht im Nachhinein hinstellen und haha, hihi und look, bleibt, ist scheiße. Kann ich alles nicht machen, weil das wäre im ersten Moment wäre das respektlos gegenüber meinen Mannschaftskollegen, wenn ich nach dem Spiel mich da hinstelle und Fotos mache und natürlich auch mal den Vereinfans. Das gibt dann diesen Vibe, geht mir eh alles am Arsch vorbei und auch das irgendwo mir nahe geht und dann nach dem Spiel irgendwie Fotos mache, weil das würde mir dann irgendwo das Gefühl geben, das Ganze wäre mir egal. Deswegen ist dann für mich immer der erste Schritt, okay, das tut mir vom Herzen leid, am liebsten würde ich jedem von euch irgendwo was zurückgeben, aber kann ich in diesem Fall nicht und ich glaube, das muss man ein bisschen nachvollziehen. Wenn ich spiele und wir gewinnen, ich schwöre es euch, dann kann das jeder bezeugen, dann mache ich mit jedem einzelnen Foto. Und wenn es 200 Menschen sind, dann rede ich mit euch, aber das ist einfach der falsche Ort dafür.